Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Vanille Provinzen. Bin nicht allein am Server, der Tosche ist da, aber der ist angeblich AFK. So, man sieht, ich habe hier ein Nether-Portal. Der Street war im Nether, ich bisher immer noch nicht. Und der hat mir dann noch hier dieses wundervolle Bauwerk gebaut: ein Silo für Cobblestone. Und haben wir dann nochmal hier die Truhen teilweise gut entleert und auch was sortiert. Und ich würde sagen, wir nehmen das hier mal so. Gerade haben wir Tag, ne? Jawohl. Holen uns hier drüben noch ein bisschen. War hier. Ich kann noch überlegen, ob ich das noch hier hatte, aber ja. Natikos. Hier noch gut was Akazienholz. Und gehen mal rüber und fangen mal an. Ich will hier später erst weiterbauen. Ich möchte heute mal schauen, dass ich das Lager mal anfange, weil es wird langsam mal echt Zeit. So, Lager hatte ich gesagt, wollte ich da drüben aufbauen. Und zwar dachte ich da hier so. Dann machen wir mal ganz, ganz kurz hier das komplett glatt. Machen wir mal so. Ich habe auch mittlerweile eine Möglichkeit gefunden, wie ich ziemlich gut Level, also Experience-Punkte farmen kann. Und zwar habe ich einfach mal kurz unten den Mob-Spawner, den Zombie-Spawner, ein bisschen billig ausgebaut. So, dass die Zombies angespült werden und ich einfach da was abfarmen kann. Hauptsache, ich habe da was. Ja, ich will das ganz weg haben hier. Einmal so wegrasieren. Ich schätze mal, morgen werde ich auch nach der Arbeit schauen, dass ich sofort anfangen werde zu streamen. Also, ich sag, nee, da kann. Moment, jetzt bin ich am Überlegen. Die Folge kommt ja morgen raus. Ist ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich das sage. Wie mache ich das dann geschickt? Dann werde ich sagen, einfach morgen. Ich werde ab 17 Uhr alle Angaben ohne Gewehr. Ne? Also ohne Schusswaffe sind alle Angaben. Ja, also 17 Uhr, sage ich mal, kann was früher werden. Weißt du was, wir lassen das jetzt einfach so. Wow. Und dann fülle ich das nachher noch auf. So, und sage dann einmal hier eins hin. Eins, zwei. Machen wir mal so und mal so. Das ist jetzt nur so ein bisschen zu schauen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, das kann jetzt mal so bleiben. 1, 2, 1, 2, gut. Und dann muss ich jetzt hier nochmal so machen. So. Und so eine Reihe, so dann machen wir hier so, haben wir hier einen Vierereingang, so das ist jetzt hier wieder 3, dann mache ich noch mal 3. Dann haben wir hier auch wieder 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 3, 4. Und 1, 2, 3. So, das wird unser Lager. Zombies sind hier natürlich nicht willkommen. Und ich will jetzt hoffen, dass der gerade im Nether oder so ist. Weil ich will jetzt ungern bei Nacht anfangen, mein Lager zu bauen. Ein Ladidu-Darida. So, rein da. Mal ganz kurz. Ah, das sieht schlecht aus, scheiße. Dann tun wir mal ganz kurz die Erde hier rein. Komm, ich pack das jetzt einfach mal so rein. Weil es wird ja gleich ordentlich sortiert. Die Pfeile möchte ich aber dabei haben. Genau wie mein Bogen, den würde ich so haben. Die kann ich mir lassen. Halt, die Fackeln wollte ich unten haben. Und dann leuchten wir schon mal den Lagerbereich aus und können ja dann schauen, dass wir dann nachher in der Folge oder in ein paar Tagen für euch in den Folgen schauen. Hä? Wieso geht... Also, okay, hier kann offiziell gerade überall nichts spawnen. Also, nee, falsch. Ja, hier ist soweit gut. Hier kann spawnen. Hier kann spawnen. Hier kann spawnen. Sehr schön. Hier kann spawnen. Hier kann was spawnen. Hier konnte noch was spawnen. So. Dann würde ich sagen, setzen wir erstmal hier die ganzen Holzblöcke, die wir falsch gebaut haben, richtig hin. Ja, das hat ja super funktioniert. Hey. Oh, ich liebe meinen Bogen. Kann ich nachher nochmal richtig zeigen, was der drauf hat, aber... Gerade will ich das noch nicht so, wenn wir hier gerade im Dunkeln sind. Hier haben wir noch einen falsch gesetzt. Ja. Weg mit euch. So. Dann würde ich sagen, müssen wir nochmal ins Haus rein, weil ich möchte Diorit haben. El Hexo. Bogen ist ganz... Dann nehmen wir die neu, die habe ich ein bisschen abgenudelt. Jawohl. Die hat aber noch einen ordentlichen Sprung gemacht. Oh, meine Rüstung ist auch fast im Arsch. So, das kann hier rein, das ist das. Was wollte ich jetzt nehmen? Schauen wir uns einfach mal an, was wir so für Blöcke da haben. Ich glaube, passen würde dazu echt Diorit. Davon haben wir gut was. Machen wir mal 4 Stacks. Ich nehme mal ganz kurz einen Schluck aus der Flasche. So. Ich habe mir gerade eben ein kleines Bier aufgemacht. Hatte ich mal wieder Lust drauf. Hallo? Geht doch. Hallo. So, Schwert ist wieder repariert. Aber, ne, da war nichts. Gut.
Das ärgert mich gerade ein bisschen, dass der auf dem Server ist. So AFK rumsteht. Aber naja, kann man nichts machen. Es ist eben da. Ja, du kommst dahin, ganz bestimmt. Hier müsst... Oder machen wir... Ich glaube, ich habe eine Idee, was wir da reinbauen. Keine Sorge, wir werden den nicht abtragen. Also ein bisschen schon, aber... Nicht so abnormal wie das da. So. Dann machen wir mal 2, 4. Dup, 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 dup. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Ich habe ein Gefühl, das kann ein richtig geiles Lager werden. Vor allem auch das Größte, was ich hier gebaut habe. Sehr schön, nicht explodieren. Gut. Das hätte jetzt leicht schief gehen können. Gut. Wenigstens haben wir jetzt wieder Tag. Also, ich wollte auch mal schauen, dass ich heute vielleicht mit jemandem was aufnehme, aber da hatte leider keiner reagiert. Sind heute alle anders beschäftigt. Leider. Ja, wobei der Einzige, der aufnehmen wollte, war Crazy. Der hat aber später noch gesagt, der ist K.O. Aber naja. Kann man gut nachvollziehen. Der Junge war bis eben noch arbeiten. Hat fast im Zug verpennt auszusteigen. Kann man nichts machen. So. Dann machen wir einmal weißt du was? Will ich da jetzt mit bin ich überlegen mit Treppen zu arbeiten? Ne. Ich glaube, das würde scheiße aussehen. Können wir dazu machen? Ja, so kann man das mal lassen. Da kann man so super lassen. Ey, das kann er doch nicht so lassen. Doch, doch, das kann er. Ey, das kann er doch nicht machen. Doch, das kann er. Aber. So. Du hast ja auch nichts zu Kamellen. Ach so, dann droppt er noch nicht mal was. Ja gut, ne? Nee, das hier sieht jetzt scheiße aus. Trotzdem baue ich das nochmal hier hin. Dann kann ich hier wenigstens oben die Blöcke schon mal platzieren. Und dann reißen wir das nochmal ab. So. Warte, wir sind schon bei 14 Minuten. Alter. Von der Größe her könnte das eigentlich auch unser Haus werden, aber naja. So, jetzt mal eine Frage. Wieso baue ich das Lager so weit abseits? Ganz einfach. Ich möchte so ein bisschen Freiheiten. Lager, Lager, Haus, Haus. Klar, es gibt in bestimmt jedem Haus oder jeder Wohnung gibt es eine Abstellkammer, ne? Aber ich finde das immer so ein bisschen... Ich sag mal, ein bisschen doof, wenn man sagt, ja warte, ich gehe mal kurz in den Keller oder da drüben ist meine riesige Lagerhalle in meinem Haus. Und Minecraft ist mein Spiel, wo man teilweise
große Lager bauen kann. Aber naja. Ich möchte es heute einfach mal hier so ein bisschen trennen. Ich glaube, das kann man ja auch mal nachvollziehen. Soll ja auch was Schönes werden. Je nachdem muss ich auch mal schauen. Habe ich noch eine Idee, dass man vielleicht hier das Villager-Dorf nochmal was hier rüber siedelt. Und je nachdem mal schauen, ob man sich bei Crazy und so weiter ein paar Villager snacken kann, die nicht brauchen, dass man dann hier weiter Villager breeden kann. So, hier hatte ich was geplant, das habe ich schon wieder über den Haufen geworfen. Das ist ja ein bisschen... Das kann ich wirklich nicht machen. Ja, hallo Zombie. Aua. Fühlt sich cool, ne? Ich mich auch. So. Dann haben wir jetzt gleich schon einmal hier rundherum geschafft. Und dann haben wir ja bald schon mal die erste Etage von unserem Lager fertig. Was, die erste? Ja, genau, die erste. Hat der gerade die erste gesagt? Ja, habe ich. Warum die erste? Ich hatte mir überlegt, dass ich jetzt zwei Etagen mache. Dass ich das so ein bisschen aussehen lasse wie so ein altes Bauernhaus. Und dann einfach, wie man es kennt, hier das oben so ein bisschen spitzer zulaufen lasse. Ich hoffe, ihr habt da jetzt alle genau das gleiche Bild wie ich im Kopf. Wenn nicht, das hat ein bisschen Kacke, aber naja. Bin ja überlegen, aus welchem Material ich das Dach bauen soll. Ob ich da übertreiben soll und aus Heuballen, also Hayballs, ein Dach zu bauen. Aber es könnte ein bisschen too much werden. So. 3, 2, 1, 1, 1. So. 1, 2, 3. 3, machen wir 3, 2, 3. 3 mal 1, 2 mal 1 und 3 mal 3. 2, 3, 2, 1, 2, 3 und dann kommen auch nochmal so und dann hier einmal rüber. Also 3, 3, 4, 5, 6. So, jetzt müssen wir mal hier runter. Das sieht doch gar nicht mal so scheiße aus, würde ich sagen. Das kann man so lassen. Ja. Vielleicht das dann. Testen wir das doch einfach mal. Ein bisschen Zeit haben wir in der Folge noch. So, hier war das genau. Oh oh. Jetzt würde ich das da noch... Ja. Ich weiß, wie ich das jetzt mache. Jetzt gleich haben wir. Ganz bestimmt.
Jawohl, so sieht das doch geil aus. Ja, so kann man das lassen. Müssen wir hier nur noch einen guten Eingang reinbauen. Und ich würde sagen, wie wir das Ganze weiterbauen, ne? Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ihr morgen, ich... Jetzt gleich. Gut. Ich würde dann sagen, ich fahre noch AFK ein bisschen Akazienholz und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich schaue nochmal, ob ich nochmal einen rankriege. Zum Aufnehmen. Ansonsten morgen wieder alleine weiter. Bis dahin. Haut rein, macht den Jod, halt den Jod und tschüss.